Guten Abend, Herr Meuthen. Guten Abend, Herr Zamperoni. Als Protestpartei bekommt die AfD offenbar großen Zuspruch. Als Regierungspartei wünscht sich die Mehrheit aber nach wie vor offensichtlich andere an der Macht. Naja, also wissen Sie, die CDU kommt von 39%, ist jetzt, wenn ich die neuesten Zahlen richtig deute, bei 32%. Wir kommen von 9,7% und sind jetzt bei knapp 28. Das heißt, aus einem Vorsprung von 30% sind 4% geworden. Wir sind strahlender Wahlsieger, haben in Sachsen einen Zuwachs, fast eine Verdreifachung unserer Wahlergebnisse, in Brandenburg eine Verdoppelung. Wenn ich jetzt noch unglücklich wäre, dann wäre ich ein rechter Miesepeter. Das bin ich aber nicht. Ich freue mich über dieses grandiose Wahlergebnis, das wir erzielt haben in beiden Bundesländern. Und dennoch hat es nicht gereicht zum Wahlsieg. Und es gibt keine Partei, die sich vorstellen kann, mit Ihnen zu koalieren. Reicht Ihnen dann die Rolle der Opposition? Wissen Sie, Herr Zamperoni, man kann aus der Opposition heraus sehr viel erreichen. Also zum Beispiel haben unsere sächsischen Parteifreunde hier und die brandenburgischen in Potsdam immer wieder Gesetzesanträge aus der Opposition heraus eingebracht, noch in der kleineren Rolle, die ist ja jetzt viel größer geworden. Aber das wurde dann abgelehnt. Ist das der Anspruch der AfD, nur aus der Opposition heraus? Stopp, Sie müssen... Lassen Sie mich ausreden, dann erkläre ich es Ihnen. Was nämlich als nächstes passiert ist, der Antrag wird abgelehnt und 3 Monate später kommt er von der regierenden Partei, hier der CDU, da der SPD, wieder rein. Es sind 2, 3 Sätze geändert. Et voilà, das Ganze wird beschlossen. Das heißt, wir initiieren das, die anderen kopieren das und damit gestalten wir natürlich Politik mit. Und glauben Sie, mit dem Ergebnis im Rücken sind wir jetzt so dermaßen stark erste Oppositionspartei und wir haben so fragile Regierungskoalitionen zu erwarten, wenn die anderen untereinander gemeinsame Sache machen. Es werden ja 3er-Bündnisse sein, die sind immer fragil, dass wir ganz, ganz stark unsere Positionen in die aktive Landespolitik werden mit einbringen können. Und wie sollte ich unglücklich sein angesichts eines Wahlsieges? Sie sagen, die CDU oder SPD seien Wahlsieger. Nein, das sind sie nicht. Sie haben grandiose Einbußen. Wir haben unglaubliche Zuwächse erzielt. Also der Wahlsieger des heutigen Abends in beiden Bundesländern ist eindeutig die Alternative für Deutschland. Sie sind aber in beiden Bundesländern nicht die stärkste Kraft geworden. Und wenn Sie dann dauerhaft nur Opposition machen und können, meinen Sie nicht, dass die Bereitschaft, Protest zu wählen, irgendwann dann auch wieder nachlässt bei Wählerinnen und Wählern? Nun, wir sind ja weit mehr als Protest. Wir haben Wahlprogramme über alle Politikfelder hinweg. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir das bessere Politikangebot haben. Das sehen ja erkennbar auch sehr viele Bürger im Lande. So, deswegen haben sie uns gewählt. Und wenn eine Partei 6 Jahre alt ist und dann dermaßen deutlich, mit dermaßen deutlichem Abstand zweitstärkste Kraft wird, ganz knapp hinter der erststärksten Kraft, was ist denn mit diesen Volksparteien? Die CDU als Volkspartei erreicht in Brandenburg keine 20%. Die SPD als vermeintliche Volkspartei erreicht in Sachsen 7,8%. Wir schneiden ab mit 22,3 und 27,8. Also mit Verlaub, wer ist hier Volkspartei und wer ist es nicht mehr? Das Ergebnis ist doch sehr eindeutig. Diesen Erfolg der AfD, den haben Sie auch mit Kandidaten des sogenannten Flügels, der nahesteht zumindest, erreicht. Heißt das, dass sich diese Strömung eher durchsetzt als eine gemäßigtere in der AfD? Nein, es ist ganz allgemein so, dass die Wahlergebnisse im Osten besser sind. Das liegt an den spezifisch historischen Erfahrungen. Hier werden Bedrohungen der Freiheit sensibler wahrgenommen als im Westen. Und darum ist man hier der AfD eher zugeneigt. Das ist völlig nachvollziehbar. Und die Veränderung in einem Land geht üblicherweise aus einer Region aus. Ich vergleiche das immer mit Italien. Schauen Sie, da hat die Lega Nord, so hieß sie von Matteo Salvini, im Norden Italiens stark die Politik zu bestimmen begonnen. Und heute sind sie in ganz Italien die stärkste Kraft. So sehe ich das auch für Deutschland mit der AfD. Nur geht hier die Veränderung nicht vom Norden, sondern eben vom Osten aus. Die sind helle hier. Das ist hell Deutschland und nicht dunkel Deutschland, weil es im Osten schneller begriffen wird, wie stark die Alternative für Deutschland eben wirklich die entscheidende politische Alternative für dieses Land ist. Aber solange der rechtsnationalistische Parteiflügel wachsenden Einfluss hat und Sie sich nicht davon distanzieren, wird weiterhin keine Partei mit Ihnen koalieren wollen. Und dann bleiben Sie in der Rolle der Opposition. Ja, auf diese Distanzierung können Sie lange warten. Die wird es nicht geben. Wir sind eine Partei und es gibt der Versuche, viele uns auseinander zu dividieren in der AfD Ost und West. Wir sind als Alternative für Deutschland nur dann ein wirklich erfolgversprechendes politisches Alternativmodell für Gesamtdeutschland, wenn wir gemeinsam arbeiten. Und das werden wir tun und wir werden uns damit Gewissheit nicht entzweien lassen. Sagt der Chef der AfD, Jörg Meuthen. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen, Herr Zamperoni. Einen schönen Abend noch.